Alles schön ist eingestellt, das hier ist der Björn und ich würde mal sagen, dafür gibt es jetzt schon mal einen Daumen nach oben, denn 15 Kilo sind schon geschafft, die sind schon weg und wie es mir im Moment damit geht, das erfahrt ihr in diesem Video. Ein Viertel von dem, was ich abnehmen will, wir haben also noch viel vor uns. Wie geht es mir denn jetzt? Ich habe jetzt 18 Wochen, bin ich jetzt schon dabei, 20, ich weiß es gar nicht mehr, mit zwischendurch ein paar Pausen, Ausrutschern, die hat glaube ich jeder an seiner Diät oder Ernährungsumstellung. Soweit komme ich ganz gut zurecht mit meiner Ernährungsumstellung. Das heißt, morgens esse ich meistens schon von sich aus die gesunden Sachen, sei es Haferflocken, Quark, ein bisschen Müsli oder sowas in der Richtung. Zwischendurch, wenn ich Hunger auf was Süßes habe, greife ich zu einem Apfel oder sowas. Solche Sachen sind dann halt wirklich, wo ich dann auch die Schokolade gezielt weglasse, aber auch nicht ausspare. Das heißt, wenn ich mal wirklich Lust auf ein Stück Schokolade habe oder sowas, dann esse ich das natürlich. Mittags mache ich meistens Reis, Kritaraki, Kartoffeln, Nudeln, so bei diesen Dingen, darauf basiert es immer, dann kommt da noch Hähnchenfleisch dabei und halt Gemüse. Man sieht es auch auf den Bildern auf Instagram, es sind oft ähnliche Sachen, aber anders zubereitet, anders gewürzt und da hat man dann doch ein recht breites Spektrum, sag ich mal, an gesunden Lebensmitteln, langkettige Kohlenhydrate und so, da kommt nochmal ein extra Video, die auch lange satt machen und einem auch ordentlich Energie geben. Nachmittags habe ich eigentlich keine Phase, wo ich wirklich irgendwelche Fressattacken oder sowas. Abends ist so eine Sache bei mir, es kommt drauf an, manchmal esse ich so ein bisschen Avocado, mache mir selbst eine Guacamole mit ein bisschen Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Avocado klein machen. Dazu dann ein paar Gurken oder ein paar Brotstücke, kurz antoasten, klein schneiden, geht aber auch gut mit Süßkartoffeln, esse ich das gerne. Oder aber abends ist auch mein Favorit, Quark mit Obst. Ja, jetzt haben wir hier einen der heißen Sommertage, es ist heute um die, keine Ahnung, weit über 30 Grad auf jeden Fall. Das heißt, ich schwitze schon vom Rumsitzen, das liegt aber noch am Gewicht. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen chaotisch aussehe. Ja, mein Training läuft super. Wie gesagt, ich habe ja immer noch meinen Zweier-Split. Ich kann den auch mal online stellen, beziehungsweise wenn ihr Lust habt, schreibt er mich einfach mal an. Dann können wir da bestimmt was ausmachen, dass ihr da mal ein bisschen reinschnuppern könnt. Der ist ja unterteilt in zwei Tage, das heißt Brust, Schultern, Trizeps, Bauch kommt am einen Tag, am anderen Tag kommen dann Beine, Bizeps, Rücken und ja und genau, das war's. Das reicht aber schon, Beine und Bizeps, Beine und Rücken in einem Tag ist dann schon wirklich ordentlich für den Körper, ist eine gute Belastung. Ob ich jetzt auf Studio wieder umsteige, ich weiß es noch nicht. Bei mir ist halt die Sache, wenn man wirklich zu Hause alles hat und Man ist da nicht so faul. Man sagt ja dann der Schweinehund und der ist da nicht so stark. Das heißt, ich muss jetzt nicht noch zum Studio ewig hinfahren. Das nächste Studio hier ist, ich glaube, 5-6 Kilometer weg. Das ist mal super nervig, da ohne Auto hinzudüsen und alles und wieder zurückzufahren. Und gerade vor der Arbeit, wenn man Spätschicht hat und dann um 11 Uhr auf der Arbeit sein muss, dann hätte ich da keine Lust, im Moment zumindest noch nicht, da vorher reinzufahren. Dafür habe ich zu Hause meine Hand und ich denke, die Ergebnisse gehen auf jeden Fall schon. Jetzt will ich die Kalorien noch ein wenig weiter reduzieren. Ich war ja vorher bei 2400, bin jetzt auf 2350 gewesen. Gehe jetzt noch ein Stück weiter runter. Ich teste es einfach mal, wie es für mich okay ist. Das heißt, ich muss ein Gleichgewicht haben zwischen ich habe Hunger und der Körper ist versorgt, damit ich keine Heißhungerattacken und sowas kriege und wirklich auch gut ernährt bin und nicht irgendwie zu wenig Eiweiß oder solche Sachen. Ja gut, das war jetzt erstmal mein Zwischenstand. Ich glaube, ich mache jetzt sowas alle paar Wochen mal oder alle 5 Kilo, keine Ahnung, kann ich ja mal ein Video machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet. Zu meiner Diät, zu meiner Ernährungsumstellung. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mich auf Insta an, schreibt es hier in die Kommentare, ist kein Problem. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dann einen Daumen nach oben da. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.